Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal kein Gameplay. Diesmal geht es um eine Grafikkarte bzw. um meine Grafikkarte. Ich habe eine GTX 1070 von Nvidia. Die besitze ich schon mittlerweile fast 2 Jahre. Und mittlerweile stelle ich mir die Frage, ob ich mir eine neue Grafikkarte zulegen soll, da Nvidia ja schöne neue Grafikkarten auf den Markt gebracht hat. Meine Entscheidung werde ich nicht an Ergebnissen von Benchmarks festlegen, sondern es geht bei mir einfach darum, ob aktuelle Spiele spielbar sind und auch aber auch noch gut aussehen von der Grafik her, dass man da einen guten Kompromiss findet. Ich habe mir Tomb Raider geholt, das neue, und an diesem Spiel werden wir testen, ob meine Grafikkarte für dieses Spiel noch ausreicht oder ob ich mir eine neue zulegen will, kann, weil das Spiel einfach nicht mehr spielbar oder nicht mehr gut aussieht. Dazu habe ich jetzt 4 Benchmarks durchlaufen lassen. Einmal niedrig, mittel, hoch und ultra. Und anhand dieses Benchmarks werde ich sehen, wie die unterschiedlich grafisch sind und in den FPS-Zahlen. Dann werde ich zum Schluss gucken, auf welche Einstellung ich das Spiel spielen kann auf den höchsten und ob mir diese Einstellungen noch ausreichen oder ich mir doch lieber eine neue Grafikkarte zulege. Das werden wir dann am Ende dieses Benchmarks sehen. Jetzt schauen wir uns erstmal den Benchmark an. Was mir eigentlich aufgefallen ist, wenn man jetzt niedrig und ultra hoch betrachtet, dass die FPS-Zahlen nicht sehr gravierend unterschiedlich sind. Okay, es sind immer fast 20 FPS, aber das ist vollkommen okay. Und was mir noch aufgefallen ist, dass ich weiß nicht, ob es an mir liegt, am Monitor, ich grafisch kaum einen Unterschied sehe vom Mittel zu ultra hoch. Also eigentlich, wenn man das Spiel auf Mittel spielt und die Grafik so aussieht wie hier in diesem Benchmark, würde ich sagen, dass dieses Spiel noch spielbar ist mit meiner Grafikkarte und noch sehr gut aussieht. Aber wie gesagt, das werde ich am Ende nochmal testen, auf welchen Einstellungen ich das Spiel maximal spielen kann mit meiner Grafikkarte. Da ist der Benchmark zu Ende. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Ja, wie ich vermutet habe, der Unterschied zwischen niedrig und ultra hoch liegt bei 20 FPS, was vollkommen akzeptabel ist. Bei ultra hoch sind wir durchschnittliche Frames nicht unter 61 FPS. Also müsste das Spiel eigentlich auf ultra hoch spielbar sein mit meiner Grafikkarte. Dann werde ich mal die Einstellung ultra hoch im Spiel testen und gucken, ob das noch spielbar ist. Ja, jetzt sind wir im Spiel. Ich habe jetzt die Einstellung. Mal schnell gucken. Option. Ich habe schon ein bisschen ausgetestet mit den Einstellungen. Und habe jetzt die Einstellung auf Ultra. Das Einzige, was ich bei den Grafikeinstellungen geändert habe, ist der Texturfilter. Den habe ich nicht auf 8-fach, sondern den habe ich auf 4-fach gestellt. Bei 8-fach habe ich gemerkt, dass ich Mini-Ruckler drin hatte. Und bei 4-fach nicht. So, gehen wir mal zurück ins Spiel. So. Wie gesagt, das sieht grafisch einfach sehr schön aus. Und wie wir hier jetzt sehen, unten links sind die FPS-Zahlen und die sind immer über 60 FPS. Und damit spielt sich das Spiel auch sehr gut. Das Spiel spielt sich auch noch mit 50, 40 FPS sehr gut. Bloß manchmal hat man dann so eine Ruckler. Sie steht nach Jahrhunderten aber voller Stürme und Erdbeben. Ich würde sagen, dass ich meine GTX 1070 für dieses Spiel noch behalten werde. Wie das in Zukunft aussieht, werde ich anhand
solche Tests, die ich mit den neuen Spielen mache, die ich mir zulege, entscheiden, ob ich meine neue Grafikkarte kaufe oder nicht. Aber ich würde immer noch sagen, dass eine GTX 1070 Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut ist. Und eigentlich noch eine Kaufempfehlung sogar ist. Der so wie ich nur auf Full HD spielt und ein Spiel spielen will, was gut aussieht und akzeptable FPS hat. So, das soll es erstmal gewesen sein. Wenn ich mir ein neues Spiel zulege, werde ich wieder so ein Video machen. Über einen Daumen würde ich mich freuen. Bis dahin sage ich gut gehen.